Hi liebe Leute, willkommen zu einem neuen Radfahrvideo von uns und zwar dem ersten Radvideo aus Garmisch-Partenkirchen. Ja, herzlich willkommen. Die meisten kennen uns ja wahrscheinlich schon. Müssen wir jetzt ja nicht sagen, wir sind ja bloß umgezogen nach Bayern. Ja, und heute, wie Anne schon gesagt hatte, wollen wir die erste kleine Bergetappe mit unseren Fahrrädern machen. Es geht nicht auf die Alpspitze, die man hinter uns sieht. Das wäre doch etwas so extrem für den Einstieg. Wir fahren heute die sogenannte Mittenkopfrunde. Das ist eigentlich eine Mountainbike-Tour. Wir werden aber einfach mal ausprobieren, ob wir die auch mit unseren Gravelbikes machen können. Wir sind jetzt gerade in Partenkirchen im historischen Zentrum gestartet und haben jetzt auch schon die ersten 120 Höhenmeter geschafft. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Mittenwald. Bis ganz dahin werden wir aber nicht fahren, sondern nur bis ein Ort, der Gerold heißt. Und von dort aus geht dann eine Schotterstraße hoch. Bis auf 1300 Meter beinahe. Unterwegs werden wir dann noch bei der Esterbergalm rauskommen. Die haben wir schon letztens mal vom Wank aus gesehen, als wir dort unsere Wanderung hochgemacht haben. Und dann geht es relativ steil wieder runter nach Garmisch-Partenkirchen. Ja, uns erwarten heute bestimmt einige knackige Anstiege, tolle Aussichten aber auch. Und wir sind einfach gespannt, wie sich das hier so radeln lässt auf den verschiedenen Untergründen. Und ja, wie es überhaupt hier sich so fahren lässt mit den Gravelbikes. Und vielleicht können wir auch mal auschecken, ob sich solche Touren hier auch für Hikebike eignen. Also mit dem Rad ein Stück zu fahren, das Fahrrad abzustellen und dann weiter zu wandern. Also können wir uns eigentlich ganz gut vorstellen, dass das hier so funktioniert. Was uns bis jetzt auffällt, ist, dass die meisten Leute hier auf Mountainbikes unterwegs sind. Das hat natürlich einen guten Grund. Auf diesen doch sehr schottrigen Wegen, wie es dann einfach hier im alpinen Bereich ist, lässt sich damit natürlich etwas einfacher fahren. Wir sehen ja eigentlich kaum Leute mit Gravelbikes. Wir werden das mal ausprobieren, denn wir haben ja keine Mountainbikes. Von daher mal schauen. Wenn wir mal schieben müssen, ist es ja auch nicht schlimm. Wir haben hinten ja unsere Hikebikes-Taschen dran. Das heißt, wir können notfalls die auch mal auf den Rücken setzen, damit das Schieben etwas einfacher funktioniert. Ja, und dann lassen wir uns einfach überraschen. Es werden nicht viele Kilometer, etwa 27 oder 28, aber dafür einige Höhenmeter. Aber trotzdem, jetzt für einen Einstieg, glaube ich, ist das erstmal eine Tour, die man durchaus schaffen kann. Wir werden sehen. Ich bin gespannt und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Schaut mal, ob wir hier, wie wir uns hier schlagen bei den Anstiegen und ja, wie wir dabei schwitzen werden. Das wird bestimmt spannend. Viel Spaß! Viel Spaß! Die nächsten Kilometer Richtung Mittenwald radeln wir leicht bergauf auf einem Radweg entlang der Bundesstraße. Die herbstlich belaubten Bäume erstrahlen im Sonnenlicht ganz besonders farbenfroh. Wir genießen die Fahrt durch das Tal bei freier Sicht auf die uns umgebenden Bergketten und sind dankbar, dass wir uns noch für einige Kilometer entspannt einfahren können, bevor die erste richtige Bergetappe beginnen sollte. So Leute, wir sind jetzt durch das Örtchen gekommen nach Gerold und haben festgestellt, hier ist ein See ausgeschildert. Da sind wir gleich mal hingefahren. So ein schöner kleiner See, umgeben von Bergen und die Sonne scheint. Das ist echt ein perfekter Platz, um hier mal eine kleine Rast zu machen. Also da konnten wir gar nicht anders als herzukommen. Sieht einfach so idyllisch aus. Man kann hier sogar baden. Aber so richtig einen Badestrand haben wir noch nicht gesehen. Ist eher ein bisschen morastig am Ufer. Aber toll, oder? Ja, sehr idyllisch mit den Bergen im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, das müsste ja hier teilweise, obwohl ist das schon Österreich? Könnte jetzt auch das Karwendelgebirge sein. Wir müssen uns mal hier topografisch noch ein bisschen bilden. So ganz haben wir jetzt noch nicht drauf, was hier welches Gebirge ist und wie die ganzen Gipfel heißen. Das müssen wir definitiv noch nachholen. Aber ich denke mal, mit der Zeit hier werden wir uns das schon aneignen, wie das hier alles heißt. Ja, jetzt ist es ganz gut, dass wir jetzt hier eine kurze Pause gemacht haben, denn jetzt kommt gleich der
erste heftige Anstieg. Ich muss ja gestehen, dass ich vor ein paar Tagen schon mal die ersten 100, 150 Höhenmeter ausgecheckt habe von der nachfolgenden Strecke. Und einfach um zu gucken, ob es überhaupt machbar ist. Und du hast gesagt, es ist ganz knapp machbar. Es ist ganz knapp machbar. Da hatte ich bloß kein Gepäck hinten dran. Also toll. Es wird jetzt ganz, ganz, ganz knapp machbar sein. Ja, wie gesagt, ist ja nicht schlimm, wenn wir mal kurz absteigen und schieben oder so. Wir müssen ja hier nicht irgendwelche Rekorde brechen. Ja, und unsere Oberschenkel müssen auch erstmal wieder trainiert werden. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und ja, freuen uns jetzt auf einen schönen Anstieg von knapp 300 Metern oder so. Ja, naja, gut. Habe ich auf jeden Fall das Richtige gemacht, dass ich meine kurze Hose angezogen habe. Auf jeden Fall zeigen wir euch nochmal den Ausblick. So herrlich, oder? Nur leider liegt auch hier Müll rum. Und können wir halt auch wieder immer gar nicht verstehen, wie jemand hier seinen Müll rumliegen lassen kann. Nehmen wir jetzt gleich mal mit, da vorne im Ort wird es bestimmt einen Mülleimer geben. Und in Zukunft nehmen wir dann auch immer mal eine Plastiktüte mit. Das ist auf jeden Fall schöner, als das immer dann alles anfassen zu müssen. Jo, so machen wir das. Vorbei an den friedlich grasenden Kühen führt uns unser Weg jetzt bergauf in bewaldetes Gebiet. Ziemlich schnell schalten wir in den ersten Gang herunter und kommen bei immer herausfordernderen Anstiegen und sommerlich warmen Temperaturen auch bald ins Schwitzen. Noch sind wir erholt und können aus den vollen Kraftreserven schöpfen. Gleichzeitig wissen wir, dass wir uns noch am Beginn eines wahren Höhenmeter-Marathons befinden. Wir beide noch auf dem Fahrrad. Es geht jetzt eigentlich gerade, es ist nicht allzu steil, aber es geht eben dauerhaft bergan auf Schotter und mit vielen Kurven. Das Laub kommt auch nicht dazu. Einmal musste ich gerade schon kurz absteigen, weil ich seitlich runtergerutscht bin vom Weg. Ja, man darf sich nicht zu sehr an die Seite begeben. Dann wird es gefährlich. Also was heißt gefährlich? Ist einfach dann nicht so leicht, dann wieder anzufahren am Berg. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus hier, wie die Sonne zwischen die Bäume scheint mit den herbstlichen Farben. So, jetzt gibt es ein bisschen Fruchtzucker, ja, um die Zuckerreserven wieder aufzufüllen. Ja, und jetzt wird noch gerade von Mann überholt, beziehungsweise wir haben ja erst eingeholt, dann hat er uns jetzt wieder eingeholt. Was meinst du, wie alt wird er gewesen sein? 60? Ja, also mindestens, ja, 60 auf jeden Fall, ja. Ja, 60 auf jeden Fall. Und ich hatte erst zu Anne gesagt, weil sie uns das erste Mal überholt hatte, da habe ich nicht so richtig geschaut. Es ist so toll, dass es E-Bikes gibt, dass Leute in diesem Alter halt ja noch diese Berge hochfahren können, weil wir haben ja übel zu kämpfen hier mit unseren, naja,
etwas über 30 und etwas unter 30 Jahren. Und jetzt hat er uns gerade dort eingeholt. Der hat gar kein E-Bike. Das war ein ganz stinknormales Mountainbike und er fährt anscheinend öfter diese Runde hier. Ja, alle Achtung. Also die Leute, wir haben jetzt schon einige Leute hier getroffen, die unglaublich sportlich unterwegs sind. Aber klar, wir sind ja auch in der Sportregion, gerade auch fürs Mountainbiking. Ja, Anne, müssen wir noch ein bisschen trainieren, wenn wir auch so fit sein möchten im Alter. Wahnsinn, also echt erstaunlich. Ja, also ist natürlich schon so, die meisten fahren E-Bike. Aber ja, wir sind jetzt bei weitem nicht die Einzigen, die ohne Motor fahren. Nur die Einzigen mit so dünnen Reifen und Gravelbikes. Ja. Da haben wir noch keinen gesehen, aber es geht gerade so. Wir rutschen immer mal ein bisschen. Ne? Ja, sehr schottrig hier, also so ein bisschen rutschen immer mal hinten weg. Wir hätten vielleicht auch ein bisschen Luft mal noch aus den Reifen lassen können. Vielleicht machen wir das noch. Aber man merkt schon, dass der Grip fehlt und das ist natürlich mit so einem Mountainbike dann nochmal um Längen besser. Jo. Aber wir kaufen uns jetzt erstmal noch kein Mountainbike. Nein, das erst in 2 Monaten. Ja, wir haben keinen Platz dafür. Nein, reicht erstmal. Genug Fahrräder zu Hause. Kann ja auch nicht alles haben. So, weiter geht's. Oh Mann, nur am Rutschen. Das hat drunter zu auch keinen Spaß. Erster Anstieg geschafft, beziehungsweise der zweite war es jetzt schon, den uns Garmin angegeben hatte. Jetzt sind es so ein paar wenige Kilometer angeblich, wo es erstmal flacher ist. Und dann gibt es nochmal einen Anstieg von etwa 180 Metern Höhe. Ja, aber auch zwischendrin werden wir ordentlich immer mal treten müssen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Aber ich bin schon so gespannt jetzt auf das Tal, in das wir dann bald reinfahren werden. Und da müssten wir auch Blick auf den Bank haben, auf den Hohen Fricken und den Krottenkopf. Ja, das sind so die Gipfelnamen, die wir uns schon gemerkt haben. Ja, die Alm wird wahrscheinlich heute nicht geöffnet sein, ist Montag. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Mal sehen. Was wir gerade nicht erwartet haben, auf einmal führt uns unsere Strecke wieder ein ganzes Stück bergab. Etwa 150 hart erkämpfte Höhenmeter fahren wir also wieder hinunter und dabei sind auch die Gefälle nicht ganz ohne. Natürlich kennen wir dieses abwechslungsreiche Spiel aus Wie gewonnen, so zerronnen auch schon aus dem Thüringer Wald. Und ganz nebenbei erinnert uns die von Fichten dominierte Szenerie an eben jenes Mittelgebirge. Nur, dass hier die Bäume in dieser Höhenlage vergleichsweise gesund aussehen. Doch spätestens, als wir wieder die hohen Gipfel erblicken, merken wir, dass wir hier in den Alpen sind. Schön, die Bremsen glühen. Ich habe schon ein bisschen Bammel vor der finalen Abfahrt, weil die soll sehr steil sein und sehr schottrig. Ich glaube, da müssen wir stellenweise schieben, sonst fliegen wir vom Rad. Also ich fand das jetzt schon sehr steil. Das war mir jetzt eigentlich schon zu steil. Ja, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr auf Schotter. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in einem sehr, sehr schönen Tal gelandet. Mit einem kristallklaren Fluss. Bach. Bach, ja, ein Bach. Ein großer Bach, ein kleiner Fluss. Was auch immer. Auf jeden Fall sieht es sehr idyllisch aus hier. Und da vorne sehen wir schon den nächsten wundervollen steilen Anstieg, den es jetzt gleich hochgeht. Niedrigster Gang ist drin. Ja, dann wage ich mich auch mal da drin. Also laut Garmin gibt es 2 solche Stellen ungefähr. Die erste jetzt gleich hier am Anfang. Auch hier nicht die Steigung wirklich das Problem, sondern der Schotter. Das ist kein Meckern. Ich
dass gleich noch jemand in die Tasten haut. Wir wissen, dass das so ist hier. Deswegen haben wir auch unsere Fahrradrucksäcke mitgenommen für den Fall, dass wir schieben müssen. Oi, oi, oi. Na, kommt schon das Vorderrad hoch? Ja. Ich muss mich ganz schön vorbeugen. Los, los, los. Nee. Geht nicht, hä? Ich glaube, wir müssen echt Luft ablassen. Ich habe so prall aufgepumpte Reifen. Ja. Hören wir mal auf die Einheimischen, was die uns hier raten. Aber bis da hoch schieben wir jetzt erstmal. So, wir lassen jetzt ein bisschen Luft runter. Mal sehen, ob es dann besser geht. Aber es ist jetzt auch gerade einfach extrem steil. Ja, so ist. Leute, ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch durchhalte mit diesen Anstiegen auf Schotter die ganze Zeit. Gut, jetzt geht es gerade mal wieder ein Stück seicht bergab. Das ist echt was anderes, als wir bisher erlebt haben. Ja, gut, dass wir trotzdem in Thüringen schon ein bisschen Bergtraining gemacht haben. Ansonsten wären wir hier absolut angeschmiert. Absolut angeschmiert. Und die Leute fahren hier trotzdem hoch mit ihren Mountainbikes in einer Geschwindigkeit teilweise. Also Hut ab, Hut ab. Da sind ein paar richtig Trainierte dabei. Und damit müssen wir uns jetzt abfinden, dass wir hier uns nicht mehr unter den gut trainierten Sportlichen befinden, sondern eher uns im unteren Mittelfeld einordnen können. Ja, so ist das. Da stehen wir aber auch dazu, denn es geht ja um den persönlichen Fortschritt und um die persönliche, ja, Leistung, Spaß haben, körperlich sich betätigen, auf eine gesunde Art und Weise und mit anderen vergleichen, ist ja einfach keine gute Idee. Ja, jeder Körper ist anders. Jeder Mensch ist anders. Aber es ist natürlich trotzdem normal, sich irgendwie zu vergleichen, so, wenn man halt andere am Berg sieht. So langsam schwinden uns beiden die Kräfte. Das stete Bergauffahren fordert unsere gesamte Ausdauer. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es keine gute Idee ist, während eines Aufstiegs eine Pause zu machen oder gar Mittag zu essen. Manchmal wird unsere Geschwindigkeit so gering, dass unser Fahrradnavi davon ausgeht, wir würden uns nicht bewegen. Aber ganz langsam kämpfen wir uns voran auf einem Untergrund, der immer loser und grobsteiniger wird. Bis zu einem Punkt, wo wir uns nicht mehr im Sattel halten können. Oh, wie lang ist noch bis zu dieser Alm? Noch ewig wahrscheinlich. Aber angeblich nur so 50 Höhenmeter. Okay. Aber die strecken sich wahrscheinlich. Das Stück jetzt hier, das ist zu heftig. Da werden wir jetzt wirklich schieben müssen. Da kommen wir mit unserer, ja, einmal 12 Schaltung nicht mehr hoch. Nee. Keine Chance. Haben wir nicht nur 11 Gänge? Oder 11 sogar nur, ich bin mir gar nicht sicher gerade. Und es sind richtige große Brocken. Da liegen auf dem Weg. Na, das geht auf keinen Fall. Nicht mehr runter zu. Und nicht mit Gepäck. Und nicht mit mehr Training. Also spricht gerade alles dagegen, das jetzt mit dem Rad hochzufahren. Du willst es trotzdem probieren? Nein, ich probiere es nicht. Ich okay. Werde jetzt meine Fahrradtasche umbauen zum Rucksack. Und da wird ein Stück geschoben.
Aber allzu weit dürfte es wirklich nicht mehr sein, zumindest hoch zu. Mhm. Oben müsste es ein bisschen flacher sein. Ja, boah, wir brauchen, glaube ich, neue Gravelbikes mit mehr Gängen. Oder müssen die umbauen? Ja, könnte man auch, aber gut, das muss ein Profi machen. Alles klar, kurze Pause, wir cremen uns jetzt auch mal ein, weil die Sonne ist schon ganz schön intensiv. Ja. Warten aber kurz, bis der Schweiß abgeflossen ist, sonst ist es eklig. Und dann geht's weiter hoch. Anne mit dem großen Rucksack. Ja. So. Das ganze Gepäck ist auf dem Rücken verstaut. Und dann wird das Schieben jetzt ein bisschen leichter fallen, wenn das Rad einfach schön leicht ist. Zum Glück sind die Gravelbikes ja wirklich nicht schwer. Also alles in allem, glaube ich, so 10, 11 Kilo. Und dann geht das schon. Ja. Wird trotzdem anstrengend wahrscheinlich. Aber es sind nicht mehr ganz so viele Höhenmeter. Und jetzt kam mir gerade ein Herr vorbei mit Mountainbike, der auch geschoben hat. Der war zwar um einiges älter als wir, aber trotzdem. Es hat ja nichts mit dem Alter unbedingt zu tun. Nein, ich glaube, die Leute, die hier schon länger wohnen, die sind ja vom Fitnessalter wahrscheinlich einfach immer, ja, um einiges jünger als das tatsächliche Alter. Nee, ich meine aber bloß, es ist gut zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die jetzt hier schieben müssen. Auch wenn der jetzt nur ein Bein gehabt hätte, wäre mir es auch egal gewesen. Das hätte mich jetzt trotzdem motiviert. Und jetzt sind es wirklich nicht mehr allzu viele Höhen. Das sagen wir jetzt schon zum dritten Mal, damit es uns auch besser geht. Bis hoch, wir sind gespannt. Esterbergalm, wir kommen. Das war jetzt ein kurzes Schiebestück. Kurz, aber heftig, aber jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Wurden gerade noch jetzt von so einem Pickup überholt. Wenn der hier hochkommt, kommen wir hier auch hoch. Also jetzt haben wir wahrscheinlich so 50 Höhenmeter zu Fuß zurückgelegt, jetzt auf der gesamten Strecke. Also es ist noch nicht aller Tage Abend, aber ich bin ganz guter Dinge, dass das jetzt die letzte Schiebeeinheit war. Ja, außer vielleicht dann runter zu, wenn es einfach zu steil wird. Aber es geht ja heute erstmal ums Hochfahren und da zu schauen, was wir konditionell in Lage sind zu schaffen. Um mal richtig an die Grenzen zu gehen, den Körper mal richtig auszulasten. Ja, um einfach einschätzen zu können, was wir vielleicht in Zukunft hier dann noch machen können. Es gibt ja so ähnliche Wege, die noch durchaus weiter hochführen. Und die würden wir auch gerne mit dem Fahrrad erkunden. Bis jetzt eigentlich muss ich sagen, schlagen wir uns besser als gedacht. Thüringen hat doch ganz gutes Training geliefert, die 2,5 Jahre Thüringen. Wären wir gleich aus Leipzig hierher gezogen, da wären wir schon unten auf dem Weg nach Richtung Mittenwald verreckt. Kollabiert. Ja. Oh mein Gott, 5%ige Steigung. Na gut.
Gut. Schön. Wir finden uns auf einem wunderschönen, wurzeligen Trail wieder, der am Hang entlang verläuft. Hier macht das Radfahren über Stock und Stein wieder richtig viel Spaß und auch unsere vorherige Erschöpfung ist wie weggeblasen. Mit fantastischen Ausblicken über das Tal, das in Gold- und Orangetönen erstrahlt, genießen wir diese Fahrt in vollen Zügen, wohlwissend, dass wir uns diese Freude redlich verdient haben. Wir sind jetzt an der Alm und deswegen können wir jetzt auch unsere Mittagspause endlich machen. Juhu! Die scheint auch offen zu sein. Ist auch richtig gut besucht. Hätten wir gar nicht gedacht, weil ja heute Montag ist. Deswegen haben wir uns was zu essen mitgenommen. Aber der ganze Freisitz ist voll. Halleluja! Oh, und hier sind Hühner. Ist das schön! Und dann gibt es jetzt eine leckere Brotmahlzeit. Brötchen mit Rucola-Tomate-Aufstrich. Und hinter uns hören wir das Gedudel von der Esterbergalm. Da ist ein bisschen was los. Ein bisschen Leben in der Hütte. So schön, dass wir es bisher geschafft haben. Richtig cool. So, das war unsere längere Pause an der Esterbergalm. Wir waren jetzt nicht mal drin, das sah so nach geschlossener Gesellschaft aus. Und jetzt geht's eigentlich noch mal ein kurzes Stück wieder bergauf und dann jetzt aber nur noch bergab. Ja, und wir müssen. Da vorne sieht's wieder besser aus. Genau, wir müssen eben schauen, wie der Untergrund sein wird. Wir hoffen nicht, dass er so ist wie hier gerade, damit wir einigermaßen heil runterkommen. Das wird jetzt nochmal richtig anstrengend für die Arme und ja, ich finde es ja auch immer ein bisschen gruselig, wenn es dann so bergab geht und ja, keine Ahnung, du kannst dann irgendwie, weiß ich nicht, so richtig kann man es ja dann doch nicht einschätzen. Ja, wir schauen einfach mal, ob wir das jetzt fahren können oder ob wir dann schieben, aber schieben ist halt bergab auch blöd. Ja, beides ungünstig, aber irgendwie runter kommt man immer, das ist doch der blöde Spruch. Wir könnten ja ansonsten noch weiter hoch bis zum Bank und dann die Seilbahn nehmen. Aber ja, dann würde ich die Räder hier stehen lassen vielleicht. Nein, wir werden schon runterkommen und ja, freuen uns einfach, dass das so eine schöne Tour bei so tollem Wetter heute war. Auch wenn es sehr anstrengend ist und war. Schön nach hinten lehnen, ja?
Der erste steile Abhang lässt nicht lange auf sich warten. Die Strecke ist halb geschottert, an den besonders abschüssigen Passagen jedoch asphaltiert. Bald schon fangen unsere Bremsen an zu quietschen. Gut, dass wir nicht die Idee hatten, hier hochzufahren. Ja. Kommt übelst die Haarnadel kommen hier. Ich hab grad was von hinten weg. Stehen wir hier gerade an der bisher engsten, steilsten Kurve. Wie viel Prozent wird das sein? Was schätzt du? Na, innen wahrscheinlich schon an die 90%, außen vielleicht 30%, keine Ahnung. Also echt krass. Also ich würde nicht mal mit einem Auto hier hochfahren. Also erst recht nicht. Also lieber mit dem Fahrrad hochschieben. Ja, wir haben natürlich jetzt noch ein anderes Problem. Ja, bei solchen Neigungen versagen auch unsere Gravelbikes so ein bisschen, weil die mechanische Bremsen haben. Das heißt, wir müssen so viel Kraft aufwenden mit den Fingern, um hier ordentlich abbremsen zu können. Ja, das geht auf Dauer einfach nicht. Ja, vielleicht müssen wir doch mal die noch etwas umbauen oder nochmal andere holen vielleicht. Die sind ja eigentlich eher so für mal schnell durch den Wald und dann wieder auf der Straße. Aber so richtige Berg-Gravelbikes sind es jetzt nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Aber runter kommen wir jetzt schon irgendwie. Vielleicht ist es jetzt erstmal nur so steil. Ja, auf der Karte sieht es jetzt so serpentinmäßig aus. Und vielleicht weiter unten wird es dann wieder ein bisschen sachter. Schauen wir mal. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Ja. Und irgendwie kommen wir runter. Glücklicherweise geht es nicht dauerhaft steil bergab. Auf den seichteren Wegstücken erhaschen wir auch ein paar schöne Ausblicke auf das Tal zu unserer rechten Seite. Dennoch bleibt diese Abfahrt eine Herausforderung für unsere Fingerkräfte und meist bindet sie unsere gesamte Aufmerksamkeit. Okay, also es wäre doch nicht. Oh, jetzt war es nochmal auf Englisch angesagt. Also es wäre nicht so eine gute Idee gewesen für uns jetzt mit der Seilbahn runterzufahren, weil die steht sowieso gerade. Kommt gerade so eine Durchsage, dass es halt um einen Systemfehler gibt oder so, aber es gleich die Fahrt weitergeht und dass es keine Gefahr besteht. Ja, gib schon gleich weiter. Ich meine, da kriegt man für sein Geld noch ein bisschen mehr Ausblickszeit, außer du bist gerade mitten zwischen zwei Bäumen. Runterfahrt war supi, ja? Oh, sowas von anstrengend für die Hände. Meine Hände glühen und auch wenn die schon so, weiß ich nicht, also irgendwann passiert es ja, dass man wie so eine Art Verkrampfung dann hat und dadurch die Bremsen halten kann. Aber ja, das hält halt auch nicht ewig und ja, keine Ahnung, ich bin da auch ein Stückweise geschoben, weil es nicht so wirklich ging. Naja, aber jetzt haben wir es, glaube ich, gleich geschafft. Da unten ist wahrscheinlich schon gleich die Talstation von der Seilbahn. Und dann sind wir wieder unten im Ort. Ja. Hätte nicht gedacht, dass, obwohl, ich weiß es eigentlich, aber es ist halt trotzdem immer wieder krass, wie anstrengend das ist, runterzufahren mit diesen Bremsen. Ja, genau. Es ist halt wirklich so, ja, auf Schotter ging es jetzt tatsächlich runter zu und immer wenn es dann asphaltiert war, wusste man, oh shit, jetzt wird es wieder
richtig steil. So schnell. Ja. Und dann sind aber so ganz breite Rillen, wo das Wasser durchlaufen soll. Und klar, auf dem Mountainbike hast du kein Problem damit rüber zu fahren, aber auf dem Gravelbike, das klackert zweimal richtig. Und da muss man auch aufpassen, dass man den Lenker danach in der Hand hat. Ja, vielleicht stellen wir uns auch an wie die ersten Menschen. Wir sind bisher halt nur in Thüringen Berge runtergefahren und da manchmal auch sehr vorsichtig, muss man sagen. Ja. Da gab es ja Kollegen in unserer Gravelbike-Runde, die haben halt 50 Sachen irgendwelche Wege runtergeschossen sind. Das trauen wir uns einfach noch nicht zu, so richtig. Ja, aber vielleicht kommt das jetzt mit der Zeit hier. Auf jeden Fall kriegt Annes Rad erstmal neue Bremsbeläge, weil das klingt nicht mehr gut. Und irgendwann haben wir vielleicht mal Räder, die noch besser dafür geeignet sind. Ja. Es gibt ja jetzt auch schon die ersten Gravelbikes mit Lenkerfederung. Vielleicht wäre das ja auch mal was in Zukunft da. Ja. So könnte man auch den Berg runterfahren. Ja, geht auch. Machen bestimmt noch einige von euch. Ja. Also bitte nicht böse sein, dass wir nur so langsam den Berg runterfahren, aber wir trauen uns einfach noch nicht schneller. Gut, alles klar. Mit einem tollen Panoramablick auf die Bergriesen rollen wir noch die letzten Meter bis hinunter in den Ort. Passieren dabei die Wallfahrtskirche St. Anton und kommen schließlich zur Nachmittagsstunde bei anhaltendem Sonnenschein zurück nach Partenkirchen. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt wieder im Ort angekommen und haben uns gerade noch eine schöne Bank gesucht mit Ausblick. Ja, war eine tolle Tour, eine anstrengende Tour insgesamt. Anstrengender als gedacht noch ein bisschen. Es war auch richtiges Ganzkörpertraining, wie wir gerade noch mal festgestellt haben. Für die Arme, für die Beine, für den Bauch. Den Rücken habe ich vorhin auch mal gespürt. Also, weiß nicht. Ja, und jetzt am Ende natürlich noch Fingertraining. Die Finger, ja, na klar. Also war irgendwie alles dabei. Ja. Ist ja an sich dann so eigentlich auch ganz cool, weil man wirklich so merkt, wie der ganze Körper eben was macht. Und wenn man jetzt eben nur geradeaus auf der Straße fährt, sind es ja eigentlich doch nur die Beine. Mhm. Mhm. Also ja, gutes Training auf jeden Fall, diese Strecke, muss man sagen. Also das hoch zu. Ja, man kann diese Route auch oder diese Runde noch mal ein bisschen abkürzen, indem man nicht über die Alm natürlich fährt, sondern einfach ein Stück da hoch und dann so im Wald noch eine Runde dreht. Ja, also für unsere erste Radtour jetzt in den Bergen allerdings, müssen wir sagen, haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen, würde ich meinen. bin auch stolz auf dich, dass du da jetzt eigentlich fast ohne Absteigen hoch bist. Ja, also ein, zwei Mal mussten wir einfach absteigen, es ging nicht anders. Mhm. Da war das Limit der Räder und unsere Kräfte einfach dann erreicht. Mhm. Ja, aber mit dem, was wir heute eben gemacht haben, mit den Gravelbikes, mit Kamerazeug und allem drum und dran da hoch, ich denke, das war schon ganz gut so. Riesenglück hatten wir heute mit dem Wetter. Ja. Also es ist, man glaubt es nicht, dass es schon fast Ende Oktober ist. Ja, und ich glaube, es war schon interessant auf viele Arten und Weisen heute, einfach das mal auszutesten. Und auch die anderen Leute zu sehen, mit was für Fahrrädern die so fahren und wie die das so machen, ja, die hier schon vielleicht länger beheimatet sind. Es wird auf jeden Fall ein anderes Radfahren werden hier als in Thüringen, also auf diesen Wegen. Ja, es wird einfach was ganz anderes nochmal von den Anstiegen und vom Untergrund her. Mal sehen, wie wir das dann in Zukunft machen werden mit unseren Fahrrädern oder mit welchen Fahrrädern wir dann fahren werden. Ich hänge auch sehr an meinem Rondo und du ja auch. Also das sind wirklich coole Fahrräder und ja, eigentlich weggeben wollen wir sie jetzt ungern. Nee. Also weggeben sowieso nicht. Das sind super Räder, um eben schnell mal durch den Wald zu rasen oder dann halt, wenn man mal auf der Straße fährt, sind die fast so schnell wie die Rennräder. Also das ist schon, die sind natürlich so ausgerichtet einfach, dass man damit schnell unterwegs ist und nicht unbedingt Berge in diesem Sinne hochfährt.
brauchen wir vielleicht doch noch jeder noch ein Fahrrad für Berge. Ja, ja, wir gucken mal. Ja, vielleicht. Und dann noch eine extra Garage von 20 Quadratmetern für die ganzen Fahrräder. Das ist immer das Problem. Wohin mit den Rädern? Ja? Genau. In einem von den nächsten Videos werden wir euch die Kollegen mal dann vorstellen, die wir heute auch mit hatten. Die hatten wir übrigens auch auf den Färöerinseln mit. Ihr wisst ja, wenn wir mal eine Kooperation haben und da was testen sollen, dann machen wir das auch richtig. Ja. Und ich denke, die 2 Wochen auf den Färöerinseln, die haben alles von der Tasche abgefordert. Ja, es ist ja eine Tasche-Rucksack-Kombi. Gibt es auch noch ein paar Gimmicks dazu, die werden wir euch dann im entsprechenden Testvideo dann mal erklären. Ja, und ansonsten bleibt es uns jetzt erstmal, uns zu verabschieden von einem wunderbaren Montag. Also muss man euch sagen, für Montag ist es super. Ja, und wir hoffen, dass ihr auch eine schöne Zeit habt. Würde uns freuen, wenn ihr das Video einen Daumen nach oben gebt und vielleicht abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr uns schon abonniert habt, dann bitte nicht nochmal abonnieren, weil dann werden wir nämlich deabonniert. Ihr könnt uns nur ein einziges Mal leider abonnieren. Ja. Das hätten wir vielleicht auch gerne anders, aber naja, es geht immer nur einmal oder keinmal. Ja, checkt auch gerne unseren anderen Kanal nochmal aus, Alpenbummler, wo wir eben auf den Wank hochgestiegen sind im letzten Video, den wir heute dann auch gesehen haben von unten, von der Esterbergalm. Ja, und wie immer stellen wir euch diese Tour auch auf Komoot bereit. Link ist in der Beschreibung. Falls ihr so bescheuert seid, die nachfahren zu wollen oder so sportlich. So sportlich, weil ich habe die auch bessere Räder und wollte es einfach mal nachfahren, kann ja sein. Alles klar, dann sehen wir uns hoffentlich dann zum nächsten Video. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's euch schön. Ciao, ciao. Ciao, ciao.